meine Lieben, schön, dass ihr alle wieder hier seid mit mir zusammen. Heute gibt es ein ganz, ganz oft angefragtes Video und zwar gibt es heute meine Geburtstagsgeschenke, die ich euch präsentieren werde, beziehungsweise einfach zeigen werde, damit ihr vielleicht ein paar Anregungen habt, was ihr euch für euren nächsten Geburtstag wünschen könnt oder auch vielleicht an Weihnachten, je nachdem wann ihr Geburtstag habt. Ich wollte mich aber auf diesem Wege auch nochmal ganz kurz bedanken für all eure lieben Glückwünsche auf Twitter, Instagram und Facebook. Ich habe ja auch schon viel mit euch geschrieben an meinem Geburtstag und euch ein Foto gepostet und vieles, vieles mehr. Also falls ihr wissen wollt, was einfach so in meinem Leben abgeht, dann folgt mir doch auf Twitter, Instagram und Facebook, weil ich da recht aktiv bin. Alle Links sind unten in der Infobox, aber ich heiße überall einfach LaurenCocoXO. Und außerdem läuft ja momentan auf Instagram auch noch ein mega, mega, mega cooles Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr da noch aktuell 2 Karten für das ausverkaufte Germany's Next Topmodel-Finale gewinnen. Aber jetzt habe ich schon wieder viel geredet. So viel, dass ich aus der Puste bin. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal mit meinen Geschenken. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit meinem Hauptgeschenk. Ich kann es auch nicht mehr abwarten, sie euch zu zeigen, weil ich so verliebt in sie bin. Und zwar... Tada! Ist es eine Handtasche und zwar von der Marke Rebecca Minkoff. Ja, ich weiß, die sind unglaublich teuer, aber ich bin so verliebt in die gewesen und auch schon über einen langen, langen Zeitraum hinweg. Das war jetzt kein Spontankauf und ich habe auch die Hälfte selbst bezahlt, weil ich mir nicht so was Teures schenken lassen kann. Von daher, ja, das mal als Grundfakt voraus. Aber jetzt gucken wir uns die Handtasche genauer an und zwar hat sie eben vorne diese super süße Schnalle hier. Man macht die aber eigentlich hier vorne an so Druckknöpfen. Seht ihr das? Tada! So unten drunter auf. Und hier hinten hat sie auch noch ein Fach, da kann man auch noch was reintun. Und dann braucht ihr ein neues Etui und da habe ich mir dieses jetzt hier ausgesucht. Das finde ich total schön, das ist einfach als Grundfarbe weiß und hat dann, wie ihr seht, solche blauen Blümchen drauf, also solche blauen Blüten und noch so ein paar grüne Blätter. Hier ist es mit so einem Kunstlederreißverschluss zusammengenäht und ich habe das von Davanda, also meine Mama beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Seite, da machen ganz, ganz viele Leute so Sachen selbst, also die nähen das selbst. Das ist jetzt so ein Unikat sozusagen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, wo ich das her habe. Die Frau oder der Mann, ich weiß es nicht, der das gemacht hat, der freut sich bestimmt. Falls ihr Interesse habt, dann könnt ihr ihn ja einfach anschreiben. Und dann habe ich noch ein Duschpeeling bekommen und zwar jetzt hier von Trackle Moon, das Körperpeeling in der Richtung Iced Strawberry Dream. Und da freue ich mich schon total, weil Erdbeere... Hallo, ich liebe Erdbeeren, falls ihr es noch nicht wusstet. Und eine Sache, die ich so, so süß finde, das ist so ein Reisetagebuch. Das habe ich auch von meinen Eltern bekommen. Das haben sie mir schon mal für Amerika geschenkt. Da kann ich dann jeden Abend sowas reinschreiben. Ist hier einfach mit vielen, vielen leeren Blättern. Aber dann gibt es auch solche Blätter. Dann hier so ein vorgefertigter Wochenplaner sozusagen ist auch noch hier drin. Also sehr, sehr vielseitig. Und ich finde, das sieht total schön aus, so vom Design. Und ja, das ist von Nanunana. Ich habe meine Mama nämlich gefragt, also falls ihr da Interesse habt. Und dann eine Sache, die ich mir selbst geschenkt habe. Hehe, ja, muss ich auch mal was gönnen. Wobei, ich war erst letztens shoppen, aber jetzt habe ich wirklich erstmal Shoppingverbot. Ich verspreche es euch. Hey. Das sind Adidas-Schuhe aus dieser aktuellen Miss Stan Collection. Die gibt es ja hier vorne mit Rot, mit Grün und noch irgendeine Farbe, aber auf jeden Fall nicht schwarz. Und ich habe mich jetzt einfach mal für Rot entschieden und ich finde, die sehen... Oh, so, so cool aus. Die hatte ich auch gestern an. Ich war übrigens gestern in Dortmund shoppen. Oh Gott. Also hauptsächlich war ich mit meiner Mama shoppen, also für sie. Oh mein Gott, ihr denkt noch, ich bin total Shopping-verrückt. An dieser Stelle mal ganz kurz danke an all diejenigen, die mich angesprochen haben, mit denen ich Fotos gemacht habe. Ich freue mich immer total, wenn ihr mich seht und ich halte die ganze Zeit die Schuhe. Das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Also ich freue mich immer total, wenn ihr mich anspricht, wenn ihr mich irgendwo seht. Also habt keine Angst, kommt einfach zu mir. Aber jetzt nochmal kurz zu den Schuhen. Ja, die kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Die waren jetzt nicht ganz günstig, aber auch nicht so teuer für Adidas-Schuhe. 70 Euro. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Achso, außer doch, dass die extrem klein ausfallen. Also ganz ehrlich, Leute, das ist mir schon fast peinlich zu sagen, aber ich habe normalerweise Größe 37, 38 und in den Schuhen habe ich Größe 40. Und dann wollte ich auch mal wieder eine neue Laptop-Hülle haben und da habe ich mich jetzt hier für diese rosane entschieden. Die finde ich richtig schön, einfach so ganz schlicht, aber halt so glänzend. Die ist von Amazon und die verlinke ich euch auch einmal. Und dann war ich mit meinem Freund vorletzte Woche bei Douglas und da haben wir uns ein bisschen durchs Sortiment getestet, weil er mir ein neues Parfüm schenken wollte, beziehungsweise ich auch sehr gut eins gebrauchen konnte. Und letztendlich, tada, ist es jetzt hier von Lancôme La Vie et Belle geworden. Oh, ich kann euch sagen, es ist so ein unglaublich geiler Duft und vor allen Dingen hält er wirklich unglaublich lange. Das ist echt das Beste. Also ich hatte schon viele Parfüms, aber das hält wirklich am allerbesten. Aber man muss sagen, es ist natürlich leider nicht ganz günstig. Aber wie der Zufall es so wollte, tada, habe ich einen Dupe dafür gefunden. Und zwar habe ich euch das ja in meinem Dupes-Video gezeigt. Das kann ich euch auch nochmal sehr gerne hier oben in die Infobox rein verlinken. Es gibt nämlich ein sehr, sehr cooles Dupe zu diesem Parfüm. Also falls euch das interessiert, dann schaut in dem Video vorbei.
Und dann noch eine Sache für den Urlaub. Und zwar ist es ein richtig, richtig fetter, cooler Reiseführer für die USA, für den ganzen Westen. Ich fliege ja mit meinem Freund nach Las Vegas und dann fahren wir mit dem Auto so runter bis nach Los Angeles und dann auch noch nach San Francisco. Und von da fliegen wir wieder zurück, falls es euch interessiert. Aber ich wurde schon öfter danach gefragt, deswegen. Und ja, den muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal in den nächsten Tagen ein bisschen durchstöbern. Und dann brauchte ich unbedingt mal wieder so ein kleines Schminktäschchen, wo ich meine Schminke unterwegs reintun kann, dann wiederum in die Handtasche packen kann. Und da hatte ich mich jetzt für dieses hier entschieden. Das finde ich so, so wunderschön. Das ist übrigens auch aus diesem Davanda-Shop. Link findet ihr auch in der Infobox. Und ich finde, eine Sache, die man sich immer mega gut schenken lassen kann, ist Bettwäsche. Ja, ich finde, das ist einfach immer ein richtig, richtig gutes Geschenk und ich finde, man freut sich auch mal riesig, in schöner Bettwäsche schlafen zu können. Geht es nur mir so oder findet ihr das hoffentlich auch oder einer von euch? Wenn ja, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich mich für diese hier entschieden. Die ist von H&M. Und dann hatte ich das Bedürfnis dazu, mal meine ganzen alten Augenpinsel auszutauschen, weil die sind echt schon uralt. Ich sehe die gerade und die sehen auch nicht gerade schön aus. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal neue gewünscht. Und da sind es jetzt diese hier von Real Techniques geworden. Das ist so ein Fünferpaket. Real Techniques gibt es ja mittlerweile wirklich sehr, sehr häufig im Internet. Vor allen Dingen bei Amazon, da kaufe ich es immer. Das kann ich euch auch mal in die Infobox rein verlinken. Ich habe die nämlich dort schon gefunden. Ich bin nämlich so ein kleiner Schlaufuchs, der immer alles recherchiert und nachguckt. Und ich freue mich so, so, so sehr über diese Kerze hier. Die habe ich von meinem Freund auch noch geschenkt bekommen. Das ist so eine Yankee Candle Kerze in der Richtung Waikiki Melon. Okay, auf jeden Fall riecht sie sehr, sehr gut nach Melone. Und oh, ich kann euch sagen, riecht das? Ich will, dass ihr es riecht. Ah, er fokussiert nicht mal. Das ist traurig. Und dann noch eine Sache von meinen Freundinnen. Das fand ich so, so lustig. Die haben nämlich eine Collage angefertigt, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Und zwar ist es ein Gutschein für einen Kletterpark. Richtig lustig, weil ich ja erst vor kurzem in meinem 10 Hacks gegen Langeweile, kann ich euch auch nochmal hier oben in die Infobox rein verlinken. In dem Video hatte ich ja auch von einem Kletterpark erzählt und dass ich da auch schon mal war. Und ich glaube, das haben sie gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es so ist, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Dann werde ich nämlich ganz glücklich und dann freue ich mich und ja, das verschönert einfach meinen Tag. Punkt. Außerdem würde es mich interessieren, was euch am allerbesten gefallen hat von den Geschenken. Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Oder ihr könnt mir auch schreiben, was ihr euch zum Geburtstag wünscht, was euer schönstes Geschenk war, falls ihr schon Geburtstag hattet in letzter Zeit. Einfach, damit wir ein bisschen kommunizieren, weil ihr wisst ja, ich liebe es immer mit euch zu schreiben in den Kommentaren. Und wenn ihr Lust habt auf noch ein paar mehr Videos, dann könnt ihr sehr gerne mal hier oben vorbeischauen. Hier verlinke ich euch mein letztes Video. Das waren 12 Dinge, die Mädchen an Jungs lieben. Und hier unten verlinke ich euch einmal meine 20 Lifehacks für den Sommer, die euer Leben auf jeden Fall einfacher machen werden. Alle Links findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Fühlt euch gedrückt. Tschüss!